Von dem Online-Händler Geekbuying habe ich diesen Ultraschallreiniger Typ Z80S erhalten. Mit einem Fassungsvermögen von 22 Liter ist das Gerät auch zum Reinigen größerer Objekte geeignet. Die Abmessungen der Wanne betragen 500 x 300 x 150 mm. Das Ultraschallbad ist ferner beheizbar, was die Reinigungswirkung unterstützen kann. Neben der Wanne besteht auch die Verkleidung des Gerätes aus Edelstahl. Geliefert wird der Ultraschallreiniger gut verpackt mit einem Metallkorb, dem Netzstecker, einem Stück Schlauch für den Ablauf der Wanne und einer Bedienungsanleitung. Fotos des Packungsinhaltes und des Geräts in hoher Auflösung gibt's wie immer auf den Seiten von How Open Is This Gadget? Werfen wir zunächst einen Blick auf das Innenleben. Die Platinen mit der Leistungselektronik sind an der Bodenplatte verschraubt, an welcher auch das Kabel für die Schutzerde befestigt ist. Ein Lüfter führt die Hitze aus dem Geräteinneren ab. 8 Ultraschallgeneratoren sind am Boden der Wanne verklebt, die Arbeitsfrequenz ist mit 40 kHz angegeben, die Gesamtleistung mit 480 Watt. 3 Heizelemente mit einer Gesamtleistung von 500 Watt befinden sich an den Längsseiten der Wanne. Links unten im Bild ist der Temperatursensor angebracht, von dem ein Kabel zur Platine mit der Steuerelektronik führt. Kommen wir damit zur Inbetriebnahme. Die Wanne des Ultraschallreinigers muss beim Betrieb mindestens zu 2/3 mit Wasser befüllt werden, ansonsten kann das Gerät beschädigt werden. Es gibt verschiedene Reinigungszusätze für Ultraschallgeräte. Einfach irgendwelche Spülmittel zu verwenden, kann das Gerät oder das zu reinigende Objekt beschädigen. Für die Tests in diesem Video verwende ich Leitungswasser ohne Zusätze. Nach dem Einschalten über den Schalter auf der Rückseite des Gehäuses kann das Gerät über die Tasten auf der Vorderseite bedient werden. Auf der linken Seite kann die Temperatur gewählt werden, der Maximalwert beträgt 80 Grad Celsius. Ist die gewünschte Temperatur eingestellt, so kann die Heizung über den unteren Knopf ein- oder ausgeschaltet werden. Der Leistungsmesser an der Steckdose zeigt bei eingeschalteter Heizung 650 Watt an, die angegebene Leistungsangabe von 500 Watt ist somit plausibel. Beim Einschalten wird eine Spitzenleistung von kurzzeitig mehr als 1100 Watt erreicht. Die Wärmebildkamera zeigt klar die Positionen der Heizelemente an der Wanne. Da 22 Liter eine Menge aufzuheizendes Wasser für die 500 Watt Heizung darstellt, ist es ratsam, vorgewärmtes Wasser einzufüllen. Auf der rechten Seite des Bedienfeldes kann die Zeit in Minuten eingestellt werden, in welcher der Ultraschallgenerator arbeitet. Maximal 30 Minuten kann der Generator am Stück betrieben werden, danach ist eine Abkühlpause von 10 Minuten ratsam. Beim Einschalten des Ultraschalls steigt die Eingangsleistung auf etwa 450 Watt. Dieser Wert kratzt mit viel Wohlwollen unter Berücksichtigung der Messtoleranzen an der Untergrenze der angegebenen 480 Watt. Ich habe schon Geräte getestet, die wesentlich weiter vom Marketingwert entfernt lagen. Es ist auf jeden Fall reichlich Leistung in der Wanne am Werk. Das macht sich auch an der Temperaturerhöhung des Wasserbades bemerkbar. Die Heizung ist während dieses Tests ausgeschaltet, dennoch erwärmt sich das Wasser nach 5 Minuten von anfangs 23 auf fast 28 Grad Celsius. Der Wannenboden ist nicht ungleichmäßig warm, ist es also nicht die Abwärme der Schallgeneratoren, welche die Temperaturerhöhung bewirkt. Kommen wir zu einem ersten Test des Ultraschallreinigers. Es handelt sich um ein stark verkrustetes Reagenzglas, das schon über ein Jahr ungereinigt in einer Ecke meiner Werkstatt gelegen hat. Die Heizung wird ausgeschaltet und die Schalldauer auf 5 Minuten gestellt.
Die zu reinigenden Objekte sollten nicht auf den Wannenboden gelegt werden. Der Metallkorb verhindert das. Zu sehen ist, dass sich recht früh die stärksten Ablagerungen lösen. Ferner hat sich eine Luftblase im Reagenzglas gebildet. Während der ersten Minuten entgast das Wasser in der Wanne des Ultraschallreinigers. Nach Ablauf der 5 Minuten ist das Reagenzglas deutlich sauberer als zuvor, aber bei weitem nicht ganz sauber. Die dünnen Ablagerungen haften nach wie vor an der Glaswand. Also Heizung an und die nächste Runde läuft bei 40 Grad Celsius über 10 Minuten. Der Ultraschallreiniger ist im Betrieb deutlich zu hören. Auch wenn die angegebene Arbeitsfrequenz mit 40 kHz außerhalb des Hörbaren liegt, so vibriert das Blechgehäuse in verschiedenen Harmonischen dieser Frequenz. Das Ergebnis nach 10 Minuten ist ein immer noch leicht verschmutztes Reagenzglas. Im dritten Anlauf wird Haushaltsreiniger in das Reagenzglas gegeben und dieses mit einem Stopfen verschlossen. Erneut läuft der Ultraschall für 10 Minuten. Haushaltsreiniger unbekannter Zusammensetzung dürfen nicht in die Wanne des Gerätes gegeben werden. Ein saures oder alkalisches Milieu ist schädlich für verschiedene Metalle und zum Beispiel Chloridionen können den Edelstahl der Wanne angreifen. Im verschlossenen Reagenzglas kann dem Gerät zumindest nichts passieren. Nach Ablauf der Zeit ist das Reagenzglas sauber, die abgelösten Partikel haben sich unten im Reagenzglas an den Knotenpunkten der Schallwellen gesammelt. Für Laborgeräte aus Glas kann der Ultraschallreiniger gut verwendet werden. Nach vollbrachter Reinigungsarbeit kann die Wanne bequem über den Ablasshahn und den beiliegenden Schlauch entleert werden. Als letzten Test versenke ich den Ölkühler eines 2CV in dem Reinigungsbad. Die Temperatur ist auf 50 Grad Celsius gestellt, die Schalldauer auf die maximal möglichen 30 Minuten. Erneut befindet sich nur Leitungswasser in der Wanne. Für derart ölige Verschmutzungen müsste dem Wasserbad eigentlich ein geeignetes Reinigungsmittel zugesetzt werden, das dabei das Aluminium des Kühlers nicht angreift. Aber auch nur mit dem Leitungswasser werden so einige der verkrusteten Rückstände entfernt, das Wasser trübt sich ein. Es ist nicht zu erwarten, dass der Ölkühler strahlend sauber aus der Wanne auftaucht, mit dem Test wollte ich nur zeigen, dass der Ultraschallreiniger 2x30 Minuten mit einer 10-minütigen Abkühlpause durchhält, ohne abzurauchen. Auch in dem Dauertest hat das Gerät problemlos durchgehalten. Der ZX80S von Geekbuying funktioniert zuverlässig und bietet mit einem Fassungsvermögen von 22 Liter reichlich Platz auch für größere Objekte. Die Heizung und die Zeitschaltung sind einfach zu bedienen, man erhält einen gut funktionierenden Ultraschallreiniger als Gegenleistung für sein Geld. Weitere Infos, Vorher-Nachher-Fotos der Testobjekte, vom Gerät und dessen Innenleben gibt's wie immer auf der Projektseite von How Open Is This Gadget? Klickt mal rein! In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!